So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und vor einiger Zeit habe ich euch schon gezeigt, dass wir neue Samyang-Sorten bestellt haben. Eine neue Folge Ramses Kitchen, genau, da habe ich aber was vergessen im Intro. Eine neue Folge Ramses Kitchen, wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Denn jetzt, vor einiger Zeit haben wir euch gezeigt, falls ich es nicht vergessen habe hochzuladen oder es einfach noch nicht mal geschnitten ist, ich weiß es nicht. Wir haben neue Samyang-Sorten bestellt. Da hat der Jojo mich auf eine Idee gebracht und dann habe ich hier so einen komischen Pack Samyang-Buldak-Ramen gesehen. Auch wieder Hot Chicken Flavor, aber mit irgendeinem ganz besonderen Geschmack. Der heißt nämlich eigentlich Yiyam Bong. Dazu wird ein extra Video kommen. Genauso wie diese hier, Samyang Buldak Hot Chicken Flavor Ramen Rosé. Dazu wird auch ein extra Video kommen. Er hat jetzt noch Habanero Lime rumgezerrt, aber da ist auch sauschwer ranzukommen. Die Ice-Type haben wir immer noch nicht. Und dann habe ich noch was entdeckt, das fand ich so genial. Das sind die hier in den Cups, auch Samyang Buldak Ramen. Quattro Cheese, also vier Käse. Und ihr wisst, meine Lieblings-Samyang-Sorte ist ja immer Samyang Buldak Ramen Cheese. Die esse ich so gerne, immer gleich zwei mit einmal hin und her, bla. Weil das aber nicht dieses typische Samyang-Feeling hat, habe ich mir neben diesen zwei Bechern, die günstig waren, noch so eine Tüte bestellt, damit wir endlich eine ganz normale Samyang-Tüte haben, einen Samyang-Beutel, Samyang Buldak Quattro Cheese. Samyang ist ja eine Firma, da gibt es 10 Millionen Artikel davon, aber mir ist wichtig, dass das immer Samyang Buldak ist und dann eine Sorte dazu. Dass das halt diese dicken Nudeln sind und nicht irgendwie irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Soßen, Suppen, sonst was, hin und her. Ich brauche dieses Netz an Nudeln mit verschiedenen Geschmäckern. Das ist dasselbe, aber halt im Becher. Aber weil das halt dann anders aussieht, habe ich mir jetzt extra, das Ding war dreimal so teuer wie die zwei Becher da drüben. Das muss man sich mal vorstellen. Samyang Buldak Hot Chicken Quattro Cheese Ramen. Klingt auf jeden Fall sehr genial. Müsste ja jetzt noch käsiger und brutaler sein. Ich werde das wieder mit dem Wasserkocher gleich hier mal machen. Die mal testen auf dem Teller. Da bin ich mal gespannt. Kennt ihr die Sorte? Habt ihr schon Quattro Cheese gesehen von Samyang? Wir werden es gleich nochmal hochhalten. Jetzt erstmal rüber Wasser kochen. So, dann machen wir mal die Tüte auf. Solange wie das Wasser köchelt. Adi, Vorsicht. Vorsicht da hinten. Und wenn ich mir nur ein Nudelnetz mache, reicht mir natürlich dieser kleine Topf. Ansonsten habe ich ab und zu auch mal einen größeren, wo ich gleich zwei Nudelnetze mit einmal reinbringe. Adi isst auch gerne die Samyang-Nudeln. Schnell iss. So, den Rest hier rein. Oh. Und jetzt, wenn das fertig ist, gieß mal einfach nur noch das Wasser drüber. Lass das 5 Minuten ziehen und dann ist das Ding eigentlich im Kasten. Für mich sind die Nudeln jetzt schon fertig, also mir reichen die so, dass die auch noch schön bissfest sind und nicht total weich zerkocht. Deswegen gieße ich das Ganze jetzt einfach hier drüben ab. So. Jetzt ist da noch ein bisschen Restwasser drin. Die Nudeln könnte man jetzt hin und her shakern, dass das alles abläuft. Aber man soll ja eh immer 8... Dann soll ja 8 Löffel Wasser eigentlich drin lassen und das dann immer noch ein bisschen hier auf der heißen Herdplatte, die wir jetzt gar nicht mehr haben, 30 Sekunden lang anbraten. Und 30 Sekunden ist gar nichts. Deswegen esse ich die meistens so. Jetzt brauche ich die aber eigentlich auch gar nicht da drauf, weil ich kann sie mir jetzt direkt auf den Teller machen. Und kann mir dann die Soße und alles hinterher und das Pulver. Adi, was randalierst du denn schon wieder? Das Gute ist, so kann ich auch nicht vergessen, die Herdplatte auszumachen, weil ich habe ja gar keine an. So, und jetzt sitzen wir hier mit unserem Nudelteller. Das ist halt wirklich eigentlich so eine kleine Portion. Mit drei Gabeln ist die schon weg. Wir haben ein oranges Tütchen hier, was jetzt die Soße wohl darstellt. Ich hoffe mal, das ist im Prinzip wie die normale Soße aus der schwarzen Packung, also mit 4000 Schuh drin. Was ja eigentlich trotzdem deutlich schärfer ist. Ich weiß nicht, wieso das so wenig angegeben wird, wenn das eigentlich trotzdem mehr hat. Das kippen wir jetzt einfach hier drauf. Wir haben diese richtig schön rötliche, gleichzeitig aber auch schwarze
ölige, schmierige, brutale Note. Ah! Vor allem muss ich aufpassen, wo ich es hinschmiere, ja. Jetzt ist alles weggeflogen. Aber das riecht ganz typisch nach der Samyang-Note. Finde ich einfach wunderbar. Ich hatte es im Stream die Tage auch schon mal gesagt, dass ich es richtig schlimm finde, wenn Leute sich extra die Too Spicy kaufen, sagen, die essen die gern, die sind denen aber zu scharf. Und dass sie dann von dem Soßenbeutel immer nur ein Viertel Soße dran machen, es dann essen und den Rest schmeißen sie einfach weg. Die Soße ist so kostbar eigentlich. Wenn denen die Nudeln einfach zu scharf sind, dann sollen sie halt andere Nudeln essen mit anderen Soßen, aber doch nicht extra sich die teuren Too Spicy, um jedes Mal die ganze Soße, die den eigentlichen Geschmack ausmacht, wegzufeuern. Jetzt habe ich hier noch was am Finger, sieht aus, als hätte ich mich geschnitten. Nein, das ist die Soße. Die brennt auch gleich direkt im Rachen. Jetzt haben wir hier ein Häufchen Elend drauf, das müssen wir gleich noch rummachen. Aber wir haben noch diesen Beutel und der ist ganz besonders. Bei dem anderen ist immer das Käsepulver drin. Hier müsste also jetzt auch Käsepulver drin sein. Aber halt richtig brutal, weil das ist ja Quattro Cheese. Jetzt habe ich das aufgerissen und sehe schon, dass einfach überall der Käse rauskommt. Oh mein Gott. Oh. Und das steigt direkt in die Nase. So unglaublich brutal in die Nase gestiegen. Guckt euch das mal an. Das sieht jetzt vielleicht nicht so köstlich aus im ersten Moment. So, ein Haufen Nudeln mit scharfer Soße und einer richtig fetten Käsehaube an Pulver. Hier habe ich gematzt. Das muss ich dann noch sauber machen. Das muss ich aber jetzt erstmal irgendwie ein bisschen noch rummachen, damit sich das vermischt. Gerade auch mit der Soße. Und Pupsi hat damals ja auch die Käse probiert, hat auch gesagt, die findet sie richtig gut, richtig lecker, aber auch die sind ihr deutlich zu scharf. Sie hätte das aber interessiert, wenn man mal die Quattro Cheese probiert. Deswegen habe ich da eben auch zwei Becher noch zusätzlich mitbestellt, damit sie auch mal einen Becher probieren kann und gleich was hat, woraus sie essen kann. Und boah, jetzt sieht das doch richtig herrlich aus, oder? Was sagt ihr dazu? Nix, seid so ruhig heute. Das ist halt einfach nicht viel, aber wenn es das im Fünferpack gäbe, hätte ich mir gleich 10.000 geholt und dann wäre Feierabend gewesen. So, wir probieren jetzt mal. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sind die genialsten Nudeln, die ich je gegessen habe. Aus allen Samyang-Sorten, gerade weil ich die Käse so toll finde, sind diese Quattro Cheese einfach unbeschreiblich. Einfach ein Highlight. Jetzt habe ich vergessen, das nochmal in die Kamera zu halten, dass man das nochmal sieht. Mir brennt die Zunge, mir brennt der Rachen. Wir brennen die Mundhöhle. Typische Samyang-Schärfe. Ihr müsst auf nichts verzichten. Gleichzeitig aber so eine richtig präsente Käsenote. Mehr Käse als bei den normalen Cheese. Quattro Cheese. Also das hat sich wirklich gelohnt, die mal zu probieren. Leider gefühlt hier auch wieder schwer ranzukommen, über irgendwelche ominösen Shops im Internet bestellen oder über eBay Kleinanzeigen von irgendwelchen Amis, die das privat verkaufen, vielleicht einfliegen lassen, 50 Euro Versand für ein Päckchen, was dann schon 30 Euro kostet. Also das ist auf jeden Fall eine teure Angelegenheit, aber für mich hat es sich gelohnt. Richtig geniales Geschmackserlebnis. Kennt ihr die Samyang Quattro Cheese? Kennt ihr noch andere Samyang Sorten? Eigentlich haben wir alle getestet. Die anderen zwei muss ich noch testen, da kommt ein extra Video dazu. Die Habanero Lime
Muss ich mal gucken, ob ich die auch irgendwo mal herkriege oder so. Sonst war es das erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Mmh.